Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch, denn ich habe schon ein kleines Päckchen bekommen, obwohl noch gar nicht Weihnachten ist, könnt ihr euch das vorstellen, aber es muss so sein, denn ich habe ein Tauschpaket organisiert mit der lieben Nina von Ninas Kosmetik. Ihren Kanal verlinke ich euch oben auf dem i, hier oder da, ihr werdet es finden, und ihr Video findet ihr ganz am Schluss dieses Videos, denn auch ich habe ihr ein Tauschpaket fertig gemacht und ihr das geschickt. Unser Tauschpäckchen im Dezember haben wir uns ein ganz süßes Motto überlegt, wie ich finde. Denn wir haben uns gedacht, was ist am Ende dieses wirklich merkwürdigen Jahres wichtiger als eine wunderschöne Adventszeit? Und wenn man die so einen schönen Adventsabend sich auch noch mit ein bisschen Me-Time verschönern kann. Und dafür haben wir uns gegenseitig Sachen rausgesucht, so im Wert von knapp 35 Euro. Wir haben gesagt plus minus, aber dass wir jetzt nicht irgendwie explodieren und auch ungefähr auf derselben Schiene fahren. Und ich freue mich einfach tierisch, denn ja, ich habe mir so schöne Gedanken gemacht. Ich hoffe, Nina, dass dir die Geschenke auch gefallen. Und liebe Community von Nina, ich bin so gespannt, was ihr zu diesem Video sagt und auch zu den Sachen, die Nina mir geschickt hat. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, dann abonniert doch super gerne meinen Kanal. Ihr dürft auch immer gerne einen Daumen nach oben hinterlassen oder die Glocke aktivieren. Ich freue mich über alles und auch in den Kommentaren von euch zu lesen. Vielleicht könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, was für euch an so einem perfekten Adventsabend oder Me-Time Abend nicht fehlen darf. Da würde ich mich super drüber freuen. So, jetzt bin ich aber schon ganz gespannt, was in den Päckchen denn drin ist, denn ich höre noch nichts und ich bin einfach super nervös gerade. Ich mache das so, ich lasse das Päckchen hier vor mir auf dem Tisch stehen. Ich gucke aber nicht runter. Das Einzige, was ich eben schon gesehen habe, ist, dass oben Papier drauf liegt. Das heißt, das werde ich jetzt schon mal runterfischen. So, und ich greife einfach mal rein. Und ich sehe einen Zettel. Okay, ich habe einen Brief bekommen. Ich hoffe, ich darf das vorlesen, liebe Nina. Also sie hat geschrieben, hallo liebe Laura, hier ist mein Wohlfühlpäckchen für dich. Es enthält viele Dinge, die man an einem kuscheligen Tag zu Hause gut gebrauchen kann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Auspacken und dir, Nils, Emma und Faye, eine wunderschöne Weihnachtszeit. Deine Nina. Danke, Nina. Ich wünsche dir und Jan und auch allen in deiner Familie auch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr kriegt das auch gut organisiert mit diesen merkwürdigen Beschränkungen, an die wir uns aber ja alle halten wollen und müssen. So, und jetzt habe ich von Nina eine Anleitung bekommen in der Reihenfolge, wie ich die Päckchen öffnen darf. So, also erstens steht, damit der Sprung unter die Dusche mehr Spaß macht. So, dann... Cool. Okay, für alle die neu auf unserem Kanal sind, wir haben jetzt, also ich drehe dieses Video am Donnerstag, Freitag, also morgen, holen wir Nummer 3 ab. Das heißt, wenn ihr das Video seht, haben wir jetzt 3 kleine Mopsmädchen. Und deshalb passt das hier einfach so perfekt. Schaut mal, wie süß der kleine Mops da drauf ist. Ah! Bodywash, Vanilla Scented. Oh, Nina, du kennst mich. Ich liebe Vanilleduft. Ich liebe diese Winterdüfte. Danke, danke, danke. Okay, Nummer 1 war schon perfekt. Zweitens, hier gibt's Hilfe für die müden Augen. Okay. Und ich habe jetzt doch mal runtergeschaut. Und Nina hat die Sachen alle eingepackt. Das finde ich so cool, weil ich habe sie auch eingepackt und ich war mir so unsicher. Macht man das noch? Macht man es nicht mehr? Früher haben sich da so die Geister dran geschieden. Aber ich finde es einfach schön. Also Nummer 2. Ah, ich will diese Mitte gar nicht kaputt machen. Aber ich glaube, es geht nicht anders. So. Und? Yes! Es sind Isana Augenpads. Und zwar Hydrogel. Also schön zum... Ja, zum Auffüllen für die müden Augen. Am besten sind die Dinger, wenn man sich die in den Kühlschrank packt. Mit Hyaluron und Aloe Vera. Okay, danke Nina. Okay. Ich glaube, die können ich in den nächsten Tagen sehr gut gebrauchen, denn die kleine Lotta wird uns den Schlaf rauben. Also vor Weihnachten zum Aufpeppen benutze ich die unbedingt. Jetzt kommt schon Nummer 3. Nun kommt Farbe ins Gesicht. Auch wenn du lieber bunt magst, finde ich die Farben perfekt. Nina, ich mag alles. Ich liebe alles und ich finde, man kann auch alles tragen. Also Nummer 3. Wird das hier alles so schön durchnummeriert und ich finde diese kleinen Teigmännchen auch total süß. Das ist richtig mega. So.
ich mag es nicht kaputt machen. Aber ich reiße jetzt einfach mal. Okay, eine kleine Lidschattenpalette. Die ist ja heiß. Nennt sich Five in a Box. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Von Catrice. Und Nina, ganz ehrlich, das sind doch perfekte Farben. Also ich finde, im Alltag muss es nicht immer bunt sein. Ich trage super gerne bunt, ja. Aber die dürfen bei mir absolut nicht fehlen. Ich liebe, 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 liebe diese Alltagsfarben. Und ich liebe Glitzer. Das heißt, ich glaube, dieser Shade wird als erstes leer sein. Dankeschön. So, Nummer 4. Darf danach nicht fehlen. Okay. Es ist so geformt. Ich tippe, es ist eine Mascara. Was darf sonst nicht fehlen? Yes! Ich habe gut geraten. Es ist eine Catrice Glam & Doll. Und zwar die, was ist das? Roséfarbene Variante. Sculpting Volume. Volume and Definition. Finde ich super cool. Ich schwöre ja eh auf die Glam & Doll. Die blaue ist die wasserfeste. Die lilane mit diesen Fibers, die habe ich auch super oft. Hier kenne ich noch gar nicht. Die ist cool. Ah, ich liebe Gummibürstchen. Wie cool. Richtig, richtig gut. Oh, ich freue mich. Richtig cool. Nummer 5. Weihnachtliche Lippenpflege. Oh, Nina, du kannst deutlich besser zeichnen als ich. Ich hatte es erst vor. Ich habe dann lieber aufgegeben. Es ist eine süße Weihnachtsmütze daneben. Und die Nummer 5 habe ich auch schon gefunden. Es ist von Essence Almond Lip Scrub. Wie cool. Ich habe gar keinen Lip Scrub. Xmas Candy Kisses. So schaut's aus. Richtig, richtig süß. Ich glaube, ist das zugeklebt? Ach nein. Ah. Das ist viel zu schade. Oh. Und es riecht nach Erdbeer. Ja. Dies ist richtig cool. Alleine für die Verpackung werde ich es lieben. Ich habe hier vorne einen kleinen Tisch mit Adventskalender-Inhalten stehen. Und ich glaube, da wird das auf alle Fälle auch mit zukommen, weil das ist einfach so süß. Richtig cool. Nummer 6. Darin kannst du deine Schminke aufbewahren. So, jetzt lacht mich die 7 an, die 9, 8, 10, 11. Nein, Nina! Richtig cool! Ihr könnt es noch nicht sehen. Oh, ich pack's aus. Es ist ja eine Kosmetiktasche. Wie cool ist das denn? Habe ich erwähnt, dass wir Möpse haben? Die ist ja richtig cool. Oh. Richtig cool, ja. Richtig cool. Schön dunkel von innen. Meine aktuelle Kosmetiktasche ist hell. Keine gute Idee. Aber. Sieht doch fast aus wie Emma, oder? Also, ich muss mal gucken. Ich halte es mal daneben. Doch, Emmchen, das bist du. Guck mal, das bist du. Sie guckt ganz verdattert. Aber richtig cool. Werde ich direkt mal die Sachen einsortieren, die ich von dir bekommen habe. Ich bin gespannt auf Nummer 7. Mal gucken. Jetzt kommt der gemütliche Part. Lass es duften. Ich bin gespannt. Denn ohne spoilern zu wollen. Auch bei dir wird es duften, liebe Nina. Mal gucken, ob wir da in die gleiche Schiene kommen. Ist das nicht cool? Nina ist ja auch so ein Disney-Fan wie ich. Ich habe, soll ich dir was verraten? Ich hatte das Kleenex sogar in der Hand und hatte kurzzeitig überlegt, ob ich das auch mit einpacke. Mir ist nur kein Grund eingefallen, warum man sowas braucht. Sonst hätte ich dir die Rolle sogar selber geschenkt. Richtig cool. Eine Yankee Candle. Und zwar White Linen and Lace. Also, richtig schön. Oh, weißt du? Leinen und Spitze. Oh, riecht wie richtig schöne Wäsche. Oh, ich liebe Duftkerzen zur Winterzeit. Und ich glaube, das, was ich dir eingepackt habe, riecht ein bisschen anders. Ich hoffe, es gefällt dir trotzdem. Ich bin echt gespannt. Weil ich glaube, es ist das Gegenteil von dem hier. Aber ich finde beides prima. Also, die kommt auf alle Fälle auf den Wohnzimmertisch. Vielleicht nicht mit den Kleinen. Aber dann zumindest ins Wohnzimmer. In welpensichere Entfernung. Und dann ganz schnell an, denn ich freue mich da richtig drauf. Niemals kalte Füße. Nummer 8. Ich liebe Socken. Oh, oh. Schaut mal, wie süß. Ich halte es falsch rum. Ist das nicht süß hier mit so Puscheln? Nein, die riechen nicht. Aber sie sehen total süß aus. Hochwertige Qualität mit Wolle. Warum rieche ich an Socken? Nils steht hinter der Kamera und schüttelt den Kopf.
Ich habe gerade gedacht, ja, ich, also hier von wegen Wäsche und hier, ich glaube, das war gerade die Assoziation. Aber sie sind super schön. Und 39 bis 42, ich lebe auf sehr großem Fuß. Ich habe eine 40, es passt perfekt. Und ich liebe ja die Kuschelsocken, wenn man die auch noch in Schuhe anziehen kann. Und ich glaube, genau solche sind es. Also richtig, richtig cool. Neuntens, eine kleine Stärkung. Gib Nils ein Stückchen ab. Nein, nein. Nils kriegt nichts ab. Er kriegt nie was ab. Zumindest nicht, wenn es gut ist. Und ich wette, es ist es. Na, ach Nina, die teile ich doch nicht. Vegans, Haselnuss und Krokant. Mit knackigem Krokant. Muss ich? Natürlich. Nein. Schatz? So ein bisschen. So ein bisschen kriegt er ab, okay? Also so, du hast ja auch geschrieben, ein Stückchen. Also wenn man das so abbricht, dann wäre das so ein... Der Rest ist für mich. Freue ich mich mega drauf. Vor allem, Vegans ist ja vegane Schokolade. Ich habe noch nie vegane Schokolade gegessen. Zumindest nicht bewusst. Also zartbitter ja, aber nicht so richtig. Also mega. Voll geil. Nummer 10. Du hast zu sowas ja Lust und die Geduld. Habe ich Geduld? Ich glaube, Nils würde es nicht unterstreichen, aber ich glaube schon. Ich glaube, ich kann sehr geduldig sein. Ich bin nur jetzt super gespannt. Das ist das Päckchen. Ich glaube, es ist ein Nagellack. Ist das vielleicht irgendwie so Nageldesign? Das könnte sein. Habe ich noch nie ausprobiert. Oh je, ich bin gespannt. Oh. Yes. Oh nein, wie cool ist das denn? Ihr dürft jetzt nicht auf meine Fingernägel gucken, weil der schon wieder abgeht. Aber, also wir haben zum einen super geilen roten Weihnachtslack. Der passt, glaube ich, auch zum Kleid, oder? Von der Farbe? Und dann von Essence aus der gleichen LE. Ich glaube, es sind Nagelsticker. Also so richtig, richtig cool. Was haben wir denn da drauf? Geschenke, Handschuhe, Tannenbäumchen. Da habe ich richtig Bock drauf. Also erst der hier, dann das und ich glaube danach ein Klarlack drüber, oder? So zum Versiegeln. Richtig cool. Vor allem diese Weihnachtsfarbe. Ich habe, glaube ich, gefühlt 100 Rottöne und bin gestern verzweifelt, weil ich unbedingt ein Weihnachtsrot finden wollte. Und es sind, glaube ich, jede Rotnuancen dabei der Welt. Aber ich hatte kein Weihnachtsrot. Aber jetzt, also richtig cool. Ich glaube, ich werde das entweder heute noch probieren oder vielleicht lieber kurz vor Weihnachten. Vielleicht eher kurz vor Weihnachten, dass ich dann an Weihnachten schöne Nägel habe. Aber da freue ich mich drauf. Richtig cool. Und ja, Nina, dafür nehme ich mir die Geduld. Versprochen. Ich zeige dir das Ergebnis. Okay, jetzt kommt Nummer 11 und das ist schon das letzte. Oh, ich würde noch eins nehmen. Wollen wir noch ein Paket machen? Ich habe auch noch Ideen. Also Nummer 11. Falls die Schokolade nicht gereicht hat. Habe ich nicht gerade gesagt, es wird schwer bei uns? Okay. Nummer 11. Auch nochmal ein schön großes Päckchen. Oh. Süßes haben wir dir auch eingepackt. Ich hoffe, es schmeckt dir, euch. Mal gucken, teilst du mit Jan oder nicht? Das kriege ich noch raus. Wie cool ist das? Saure Schnüre? Das sind meine. Nein. Meine. Wer? Ich würde ja jetzt gerne was werfen, aber dann werfe ich die Kamera ab. Die hier nicht. Timer? Okay. Richtig cool. Du stalkst uns. Du findest nur Sachen, die uns gefallen oder mir gefallen. Richtig, richtig cool. Da freue ich mich richtig drauf. Die roten Schnüre haben wir relativ oft. Ich glaube, die grünen hatten wir auch schon mal, ne? Ja. Aber die noch nicht. Und auch Veggie habe ich gerade entdeckt. Richtig cool. Da müssen wir unbedingt nochmal losziehen. Was haben wir denn? Himbeere, Zitrone, Pfirsich, Erdbeer. Mega. Oh wow, Nina. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde die Sachen so, so, so cool. Ich war so gespannt, was du mir denn schicken würdest. Und ich hoffe einfach, du freust dich jetzt genauso doll über die Sachen, die ich dir geschickt habe. Und falls ihr jetzt wissen wollt, was ich denn an Nina verschenkt habe, dann schaut unbedingt gleich in das Video rein. Ich werde es euch gleich verlinken am Ende. Und wenn ihr von unserem Kanal kommt, dann lasst ihr bitte ganz viel Liebe und einen ganz lieben Kommentar da. Denn ja, ich freue mich einfach mega. Und auch, dass Nina, dass du Bock hattest darauf. Und ja, ich weiß gar nicht, was das Perfekteste des Perfektesten ist. Also hier die Mobsachen. Die sind Hammer. Die Kerze, die brennt schon quasi fast. Die Schnüre und die Schokolade sind gefühlt auch schon in meinem Magen.
Vielleicht teile ich, mal gucken. Und Nageldesign vor Weihnachten finde ich einfach richtig, richtig cool. Ich wollte das schon immer ausprobieren, traue mich da aber nie dran. Und die Beauty-Sachen, richtig cool. Lip Scrub, die Palette, richtig, richtig toll. Ich freue mich so drauf und das alles auszuprobieren. Und ja, also vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass du genauso viel Spaß mit deinen Sachen hast. Und ich hoffe, dass wir uns alle am Dienstag wiedersehen. Denn für alle, die noch nicht alle Geschenke beisammen haben, kommt Dienstag nochmal unsere Last-Minute-Geschenkideen für euch. Also unbedingt einschalten. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.